Vielen Dank, Herr Abgeordneter May. Für die Freien Demokraten erteile ich dem Abgeordneten Gromny das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kultusminister, ich habe mir Ihre Regierungserklärung sehr sorgfältig angehört. Und die Überschrift der Regierungserklärung ist insoweit schon irreführend, denn da heißt es ja Haltung, Qualität und Tatkraft für unsere Schulen. Und nach dieser Erklärung von Ihnen wäre folgende Überschrift besser gewesen: Alter Wein, alte Hüte. Das wäre wesentlich besser gewesen. Und es drängt sich die Frage auf, wo sind Ihre eigenen Vorschläge? Und die ersten Minuten vergingen, ohne dass wir auch nur einen echten neuen Vorschlag von Ihnen gehört haben. Und stattdessen beziehen Sie sich auf Ihre Rolle als Vater und Lehrkraft. Herr Kultusminister, ich fand ja Ihre Home- und School-Story ganz interessant, aber sind das wirklich Ihre Hauptbeiträge als Kultusminister? Es kann doch nicht sein. Ja, vielleicht ist es so, dass die Themen Gendern, Blockflöte, Cannabis an Ihrem Küchentisch eine wichtige Rolle spielen, aber an hessischen Schulen gibt es dringendere Probleme, meine Damen und Herren. Und statt innovativer Ansätze erwärmen Sie die alten Ideen Ihres Vorgängers, Kultusminister Lorz, und wir alle erinnern uns, Kultusminister Lorz versuchte in den letzten 5 Jahren uns die Bildungssprache Deutsch als neues und wertvolles Konzept zu verkaufen. Aber meine Damen und Herren, das sollte Grundkonsens in Hessen sein und nicht der Maßstab für eine gute Bildungspolitik. Und auch, Herr Kultusminister, die zusätzliche Deutschstunde, die ist doch das Papier nicht wert, auf dem sie draufsteht, sofern und soweit es keine Lehrkräfte dafür gibt. Das ist doch das Problem. Aber auch die Kürzung bei der englischen Sprache ist nach unserer Auffassung ein schlechtes Signal, denn gerade bei der Internationalisierung liegt Hessen beim Bildungsmonitor auf Platz 12. Und in einer globalisierten Welt ist das Streichen einer Sprache kein gutes Signal. Stattdessen haben Sie in der Legislaturperiode gestartet mit den Prioritäten Blockflötenunterricht, Genderdiskussion kurz vorm Abi und Bundesjugendspiele. Und Sie erklärten, der Leistungsgedanke dürfe nicht vernachlässigt werden. Sie fordern eine Rückkehr zu den alten Regeln. Ihre Worte lauteten, das Rad muss jetzt schnell wieder zurückgedreht werden. Es geht in die völlig falsche Richtung, wenn wir unseren Kindern vermitteln, dass Leistung nichts mit dem Leben zu tun hat. Und Herr Kultusminister, ich stimme Ihnen zu. Leistung ist zentral und Leistung ist auch keine Körperverletzung. Aber das gilt ebenso für Ihre Verantwortung als Kultusminister. Teilnehmen allein reicht nicht. Sie müssen sich auch anstrengen. Und während Sie sich in symbolischen Kulturkämpfen verlieren, eskalieren die realen Probleme in unseren Schulen. Die zunehmende Gewaltbereitschaft, der Rechtsruck an den Schulen, der Einfluss sozialer Medien. Der Rechtsruck an den Schulen und der Einfluss sozialer Medien auf dem Lernumfeld. Ja, da haben die Richtigen sich zu Wort gemeldet. Aber wo bleiben die Antworten auf diese Fragen? Und stattdessen präsentieren Sie sich als Vorreiter im Kulturkampf und Sie verunsichern die Schülerinnen und Schüler vor dem Abitur mit einer Genderdiskussion. Wen wollen Sie damit eigentlich wirklich erreichen? Und welches Problem lösen wir mit dem Pilotprojekt Blockflötenunterricht? Diese Maßnahmen tragen weder zur Chancengerechtigkeit bei, noch entlasten sie die Lehrkräfte. Und das größte Problem, den Lehrkräftemangel, erkennen Sie offiziell nicht mal an. Wir müssen uns mit Ihnen noch über die grundlegende Frage streiten, ob es überhaupt einen Lehrkräftemangel gibt. Und Sie betonen, dass der Bedarf weitestgehend gedeckt sei und der Grundunterricht gesichert. Doch die Behauptung hält der Realität nicht stand. Die Statistik zum Lehrkräftebedarf zeigt methodische Unschärfen. Etwa langfristig erkrankte oder in Elternzeit befindliche Lehrkräfte werden mitgezählt, obwohl sie faktisch nicht zur Verfügung stehen.
Und diese Verzerrung verschleiert die angespannte Situation an den Schulen und verdeckt den tatsächlichen Mangel. Die GEW hat hierzu alarmierende Zahlen vorgelegt. Im letzten Schuljahr werden knapp 1.000 Lehrerstellen, blieben knapp 1.000 Stellen unbesetzt. Und viele Schulen versuchen gar nicht mehr, offene Stellen zu besetzen, weil schlichtweg kein qualifiziertes Personal verfügbar ist. Und stattdessen wird auf Aushilfskräfte zurückgegriffen, die weder ausreichend ausgebildet noch langfristig im System verankert sind. Und was ist die Antwort des Kultusministers? Am Donnerstag legen Sie einen Gesetzentwurf zur Erleichterung des Quereinstiegs vor. Dafür, dass bereits fast 10% der Lehrkräfte im Bundesgebiet aus dem Quereinstieg stammen, ist das ein ganz schön verzögerter Versuch. Und der Entwurf, meine Damen und Herren, mag Entlastung bringen, das ist unbestritten, kann aber nicht das Einzige sein, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben. Stichwort Wertschätzung gegenüber Lehrkräften. Wir haben uns vor den Sommerferien mit der Sommerarbeitslosigkeit der Referendare beschäftigt. Auch hier ist ein Umlenken der Landesregierung notwendig. Das ist aufgrund der verschlafenen Situation im Hinblick auf den Lehrkräftemangel dringend erforderlich. Und gleichzeitig ist fraglich, wie wollen Sie eigentlich weiterhin mit den Vertretungskräften umgehen? Die GEW hat ja hier auch etwas ins Spiel gebracht, das Entfristen, denken, dass das hilfreich und ratsam wäre. Wir bleiben weiterhin gespannt, wann Sie diesen Punkt aus Ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich umsetzen. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber mehr als symbolische Gesetzesentwürfe. Und die Widersprüche des Kultusministers sind offensichtlich. Einerseits betonen Sie, dass der Grundstock des Unterrichts gesichert sei. Andererseits wissen wir alle, dass der Unterrichtsausfall, der durch den Lehrkräftemangel verursacht wird, die Bildungschancen vieler Kinder massiv beeinträchtigt. Und besonders betroffen sind jene, die zu Hause keine zusätzliche Unterstützung bekommen. Den Grundstock zu erfüllen, kann nicht Ihr Anspruch sein. Gerade im Amt angekommen, verwenden Sie das Narrativ Ihres Vorgängers und auch der konnte damit nicht überzeugen. Fragen Sie einmal die Lehrkräfte, ob ihre Darstellung des Lehrkräftemangels der Realität standhalten kann. Die Lehrkräfte in diesem Land, meine Damen und Herren, werden Ihnen etwas anderes erzählen. Und meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen. Wir brauchen umfassende Programme zur Gewinnung und langfristigen Bindung von qualifizierten Lehrkräften. Wir brauchen eine bessere Unterstützung für Schulen, die mit den komplexen Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert sind. Und wir brauchen eine klare Priorisierung von Bildungspolitik, die über die Symbolpolitik hinausgeht und echten Wandel ermöglicht. Meine Damen und Herren, bemerkenswert ist dabei, dass die beste Maßnahme für Hessens Schulen aktuell nicht mal aus dem Kultusministerium kommt. Die Kollegin Heidsommer hat es ja angesprochen. Das Startchancenprogramm mit 20 Milliarden ist einer der größten und langfristigsten Bildungsprogramme in der Geschichte der Bundesrepublik. Und damit wird der Bildungserfolg auch von der sozialen Herkunft entkoppelt und für mehr Chancengerechtigkeit gesorgt. Das IW Köln hat für UNICEF dazu eine Studie gemacht. Und das Ergebnis der Studie ist auch interessant, nämlich es bestätigt das enorme Potenzial des Startchancenprogramms. Es belegt eindrucksvoll, wie sehr sich jeder in Bildung investierte Euro lohnt, in diesem Fall sogar verfünffacht. Also aus 20 Milliarden entstehen rund 100 Milliarden Wertschöpfung für unsere Gesellschaft. Mit einer anderen Politik der Landesregierung wäre Vergleichbares auch in Hessen möglich. Aber stattdessen initiiert der Kultusminister ein Blockflötenprojekt und das ist bereits zum Schulbeginn 2024/2025 gescheitert. Weder Instrumente noch Lehrmaterial sind an den Pilotschulen vorhanden und das Ministerium weiß nicht einmal, wie hoch die Kosten für das Projekt sein sollen, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zu dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um unsere Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Doch statt konkreter Schritte hören wir von Ihnen, Herr Kultusminister, vor allem Vorwürfe, dass der Bund sein Versprechen nicht halte. Ich habe auch die Behauptung vorhin von Ihnen gehört, es sei reines gelbes Blendwerk. Diese Behauptung weise ich entschieden zurück. Interessanterweise scheint die CDU selbst nicht genau zu wissen, wo sie steht. Denn ihr Parteikollege,
Der Herr Mittelberg, immerhin stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, fordert lautstark die Streichung der Gelder für die Digitalisierung der Schulen im Bundeshaushalt, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig versuchen CDU-Vertreter aus Schleswig-Holstein und Sachsen und heute auch Sie, die Tatsachen so zu verdrehen und den Bund verantwortlich zu machen. Im Gegensatz zu Ihnen hält unsere Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger Wort und bekennt sich klar zum Digitalpakt 2.0, meine Damen und Herren. Es scheint, als habe die CDU da eine ganz eigene Interpretation der Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und angesichts dieser Widersprüche wirken Ihre Vorwürfe in der Regierungserklärung kleinlaut und auch wenig überzeugend. Die entscheidenden beiden Fragen haben Sie nämlich nicht beantwortet. Wer hält sich denn nicht an das Versprechen? Und wo, bitte schön, meine Damen und Herren, ist Ihr eigener Haushaltsposten mit originären Landesmitteln dazu? Wo ist dieser Haushaltsposten? Ein Stichwort Schweigen. Herr Kultusminister, Sie haben ja auch gar nichts zum Digitaltruck gesagt. Ich habe ja eigentlich darauf gewartet, dass Sie dazu Ausführungen machen. Ja, also dezente Ausführungen nur. Dezente Ausführungen. Aber vielleicht verdeutlichen wir es nochmal an der Stelle. Der Digitaltruck fährt ja Grundschulen an, um die Neugier an der Möglichkeit neuester Technik bereits bei Grundschülern zu wecken. Und das bereits seit 2021. Ich will das mal übersetzen. Also man zeigt den Schülerinnen und Schülern, was alles möglich ist, weckt ihre Neugier und fährt dann mit dem Truck wieder weg. Und da lässt man die Schülerinnen und Schüler an einer nicht digitalen Schule zurück. Ich finde, das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, meine Damen und Herren. Und hier muss man sich mal fragen, wie lange ist dieser Digitaltruck eigentlich noch unterwegs, bis er alle Grundschulen in Hessen besucht hat, meine Damen und Herren? Wie lange ist der noch unterwegs? Doch das allein zeigt einmal mehr, wie ambitionslos das erste halbe Jahr des neuen Kultusministers war. Da hilft auch der viel erwähnte 7. Platz beim Bildungsmonitor nicht. Und sehen wir uns einmal an, wie sich der Kreis schließt, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zum Ausgabenmanagement der schwarz-roten Landesregierung im Bildungsbereich. Hier erzielen Sie nicht etwa den prominent umworbenen Platz 7. Nein, meine Damen und Herren, weit gefehlt. Hier liegt man auf Platz 12. Aber das haben Sie ja großzügig verschwiegen, Herr Kultusminister. Stichwort Verschweigen. Hessen liegt ja auch 20 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt bei den Bildungsausgaben, meine Damen und Herren. Und im ersten Haushalt von Schwarz-Rot gibt es einen herben Einschnitt. Kollege Mayer hat darauf hingewiesen. 26 Millionen Kürzung und 200 Stellen weniger. Also das ist nicht den 7. Platz wert, meine Damen und Herren. Und offenbar sind Scheindebatten hier wichtiger, als dafür zu sorgen, die Haushaltsmittel beizubehalten und sie zumindest mal nicht zu kürzen. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend festhalten. Die Zeit der Kulturkämpfe, die ist vorbei. Es ist Zeit, sich den realen Problemen unserer Schulen und dieses Landes zu stellen und dann aber auch konkrete Lösungen zu finden. Alter Wein und ein alter Hut hilft dabei nicht weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Promny. Für die CDU-Fraktion erteile ich jetzt dem Abgeordneten Wendel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung und Staatsminister Armin Schwarz haben mit der heutigen Regierungserklärung den Fokus auf Hessen als Bildungsland gelegt. Dafür bin ich der Landesregierung sehr dankbar. Eine der zentralen Aufgaben des Landes ist die Zukunft der Bildungspolitik. Sie bestimmt über die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten heutiger und künftiger Generationen. Und die Bildungspolitik, meine Damen und Herren, steht natürlich vor besonderen Herausforderungen dieser Zeit
Und deshalb hat das Thema Bildung für die Landesregierung und diese tragenden Fraktionen von CDU und SPD allerhöchste Priorität. Bereits in den ersten Monaten der neuen christlich-sozialen Koalition haben wir bei einem so wichtigen Thema wie unserer Sprache konkret geliefert und Versprochenes umgesetzt. Wir stärken die Bildungssprache Deutsch. So haben wir nicht nur für Klarheit gesorgt und die deutsche Rechtschreibung als einheitlichen Maßstab der Bewertung gestärkt, sondern auch mit einem Pilotprojekt an 15 Grundschulen in den dritten und vierten Klassen eine weitere Deutschstunde für eine der beiden Englischstunden eingeführt. Wir suchen keine vorschnellen Lösungen, sondern wirkungsorientierte Maßnahmen, die bewertet und evaluiert werden und über deren Weiterentwicklung dann valide entschieden werden kann. Im Übrigen sind unsere verpflichtenden Vorlaufkurse seit Jahren ein deutschlandweites Erfolgsmodell. Denn nur die deutsche Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Teilhabe am Unterricht. Grundschulen und Kindertagesstätten arbeiten dabei eng zusammen. Seit der Einführung der Vorlaufkurse wurden über 200.000 Kinder in dieser Weise erfolgreich auf den Beginn der Schulzeit vorbereitet. Und mit diesem Schuljahr haben wir für alle zweiten Klassen eine zusätzliche Deutschstunde eingeführt, sodass dort jetzt 7 Stunden Deutsch unterrichtet werden. Das, meine Damen und Herren, ist zielorientierte Bildungspolitik. Das ist Realpolitik, ausgerichtet an den konkreten Bedarfen und den Herausforderungen der Zeit. Der Start ins neue Schuljahr 2024/2025 ist in Hessen erfolgreich gelungen. Wir gehen die vielfältigen Aufgaben mutig und ohne Zögern an und knüpfen auch vor dem Hintergrund finanziell anspruchsvoller Entwicklungen an die klare Schwerpunktsetzung im Bildungsbereich an. Woran wird diese Entwicklung in der hessischen Bildungslandschaft deutlich? Noch nie zuvor hat Hessen so viel in den Bildungsbereich investiert. In diesem Jahr mehr als 5 Milliarden Euro. Auch die Zahl der Lehrkräfte steigt auf den Rekordwert von 65.000 Lehrerinnen und Lehrern, so viele wie nie zuvor. Und, lieber Kollege May, ich muss es noch mal deutlich sagen, die Aussage, dass Stellen im Bildungsbereich gekürzt würden, ist falsch. Im Haushaltsjahr 2024 steigen die Stellen netto um fast 600 im Vergleich zum Haushalt des Jahres 2023. Und Sie wissen ganz genau, dass es sich bei diesen angeblich gestrichenen 200 Stellen, die im Nachtragshaushalt wegfallen, auf nicht benötigte Stellen entspricht. Diese Stellen waren nicht besetzt und wären auch nicht besetzt gewesen, weil Sie genau wissen, dass Sie im Zusammenhang mit einer Bereinigung mit Blick auf das Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte eine Regelung aus dem Jahr 2002 Bezug nehmen. Deshalb, wir haben netto 600 zusätzliche Stellen im Haushalt 2024. Und meine Damen und Herren, ich freue mich, dass 1.000 Lehrkräfte nun nach dem abgeschlossenen Referendariat im neuen Schuljahr an unseren hessischen Schulen ihren Dienst beginnen. Das ist eine starke Aussage. Zudem wird die schrittweise Anhebung der Eingangsbesoldung aller Grundschullehrkräfte von A12 auf A13 wie geplant fortgesetzt. Und meine Damen und Herren, wir gehen weiter. Wir stärken die Gewinnung von Lehrkräften auch in der Zukunft. Morgen wird hier die Novellierung des hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes in erster Lesung beraten. Damit beschreiten wir neue Wege zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte. Wer einen entsprechenden Universitätsabschluss mitbringt und das Referendariat erfolgreich absolviert hat, kann künftig in Hessen mit nur einem Fach verbeamtete Lehrkraft werden. Darüber hinaus verbessern wir die Möglichkeiten für den Quereinstieg in den Schuldienst für entsprechend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zeigt deutlich, die Koalition aus CDU und SPD ist bereit, neue und innovative Wege einzuschlagen und ideologiefreie Lösungen anzubieten. Denn was am Ende zählt, meine Damen und Herren,
ist eine gute und qualitätsvolle Unterrichtsversorgung für unsere Schülerinnen und Schüler in Hessen. Wir stärken die berufliche Bildung. Für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen ist die Stärkung der beruflichen Bildung zentral. Wir werden Maßnahmen, die zur Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung beitragen, weiterhin konsequent voranbringen. Mit der digitalen Praktikumsbörse führen wir eine Plattform zur erleichterten Suche nach Praktikumsplätzen in der Region für Schülerinnen und Schüler ein. Mit der landesweiten Einführung der Berufswahl-App ersetzt ein digitales Tool den traditionellen Berufswahlpass und unterstützt die berufliche Orientierung auf digitalem Weg. Mit der Aktion Grundschule trifft Berufsschule und das Handwerk fördern wir handwerkliche Fähigkeiten schon im Grundschulalter. Und meine Damen und Herren, nicht zuletzt die Praktikumswochen, ein voller Erfolg. 5.000 Jugendliche haben gemeinsam mit rund 1.400 Unternehmen daran teilgenommen. Das ist Berufsorientierung, das ist berufliche Stärkung der beruflichen Bildung und das ist der richtige Weg. Und meine Damen und Herren, wir stärken die Ganztagsangebote konsequent. Bereits über 80% der hessischen Schulen bieten Ganztagsangebote an. Über 300 Schulen erweitern derzeit oder passen ihr Ganztagsprofil an. Über 5.000 Stellen stellt das Land Hessen für Ganztagsangebote zur Verfügung. Und lieber Kollege May, weil Sie das angesprochen haben, der Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1, die ganztags betreut werden, erreicht in Hessen einen Wert von rund 75%. Das ist mit Blick auf den Bildungsmonitor ein Spitzenwert. Der Durchschnitt in der Republik insgesamt, das wissen Sie, liegt weit darunter. Meine Damen und Herren, wir stärken den Bildungsbereich auch in Richtung Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wir starten das Projekt KI for School in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München an 25 Schulen zur Anwendung von künstlicher Intelligenz im individualisierten Lernen in der Oberstufe. Das Digital-Truck-Angebot für Grundschulen erweitern wir auf die 5. und 6. Klassen und ergänzen es durch KI-Workshops. Mit dem Schulfach Digitale Welt sind wir auch in diesem Bereich bundesweiter Vorreiter. An mittlerweile 80 Pilotschulen in Hessen führen wir diese Pilotierung durch und greifen damit die drei großen Zukunftsthemen Digitalität, Ökonomie und Ökologie in einem Unterrichtsfach auf. Und meine Damen und Herren, wir warten dringend auf die Fortsetzung des Digitalpakts. Der Digitalpakt 1, ein Riesenerfolg, ist bereits seit einem halben Jahr, das wissen Sie, ausgelaufen. Offenbar gibt es in Berlin noch immer keine Einigung über den Anschluss Digitalpakt 2, obwohl das ja auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung deutlich fixiert worden ist. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern sieht anders aus, meine Damen und Herren. Wir stärken die Vermittlung von Werten an hessischen Schulen. Meine Damen und Herren, die Vermittlung von Werten und demokratischer Teilhabe ist wohl so bedeutend wie nie zuvor, um den Gefahren des Extremismus jedweder Art frühzeitig entgegenzuwirken. Ich bin dankbar, dass wir gleich zu Beginn des Schuljahres mit einer breiten Mehrheit aus der Mitte dieses Parlaments einen gemeinsamen Antrag gegen Extremismus in den Schulen Hessens beschließen konnten. Und weitere konkrete Maßnahmen kommen auf den Weg. Die Offensive zur Wertevermittlung, Demokratiebildung für Schülerinnen und Schüler beginnt unmittelbar in 2.100 Intensivklassen. Und lieber Kollege May, wir bleiben da nicht stehen. Das ist ein Einstieg. Wir sind alle eingeladen, alle weiteren Klassen und deren Lehrkräfte sind ermutigt, sich an der Offensive zur Wertevermittlung zu beteiligen. Wir sammeln jetzt Erfahrungen und bewerten, wir evaluieren den eingeschlagenen Weg, aber schon jetzt ist das konkrete Ziel klar, diese wichtige Initiative ab dem kommenden Schuljahr auch auf alle weiteren Schülerinnen und Schüler in einem Gesamtrahmen anzubieten. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Initiativen zur Verfügung. Weiterentwicklung des Projekts der Netzwerklotsen zu Extremismus und Antisemitismusprävention. Weitere Förderung der Schulpartnerschaften mit Israel
um Schülerinnen und Schüler Weltoffenheit und ein historisches Verständnis zu vermitteln. Die vom HMKB etablierten Seiten Antisemitismusprävention sowie Unterrichtsmaterial zum Nahostkonflikt, Umgang mit Krieg und Antisemitismus werden fortlaufend aktualisiert. Ich erinnere an die enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Bildungsstätte Anne Frank, Jüdisches Museum Frankfurt, die Handreichung, Grundrechtsklarheit, Wertevermittlung, Demokratieerziehung. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, findet die Kooperation mit dem Landeskommando der Bundeswehr kontinuierlich ihre Fortsetzung mit der erfolgreichen Arbeit der Jugendoffiziere. Und meine Damen und Herren, der neueste Bildungsmonitor ist angesprochen worden. Und ja, er zeigt für das Land Hessen in die richtige Richtung. Das Dynamik-Ranking des Bildungsmonitors vergleicht die Bundesländer anhand der Veränderungen bei einzelnen Indikatoren zwischen 2024 und dem Bildungsmonitor 2013. Die positive Entwicklung, meine Damen und Herren, des letzten Jahrzehnts verdient mit Platz 4 zu Recht einen Spitzenplatz im Ländervergleich. Zwei konkrete Punkte dazu. Beim Anteil der ausländischen Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss weist Hessen mit 12,4% den zweitbesten Wert aller Länder auf. Und ich sagte es bereits, beim Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1, die ganztags betreut werden, erreicht Hessen ebenfalls ein weit überdurchschnittliches Ergebnis von 75%. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei knapp unter 50%. Meine Damen und Herren, wir stehen an einem entscheidenden Punkt für die Zukunft unseres Landes. Bildung ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut. Sie ist der Schlüssel zum sozialen Aufstieg, wirtschaftlicher Innovation und demokratischer Teilhabe. Wir tragen eine besondere Verantwortung, sicherzustellen, dass jede Schülerin und jeder Schüler die bestmöglichen Chancen erhält, sich zu entfalten und die Herausforderungen der Zeit zu meistern. Unsere Schulen, Universitäten und Ausbildungsstätten sind nicht nur Orte des Lernens, sondern Stätten der Begegnung, an denen unsere Kinder und Jugendlichen die Werte und Fähigkeiten erlernen, die sie zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern machen. In einer Welt, die sich rasant verändert, müssen auch unsere Bildungseinrichtungen mit dieser Entwicklung Schritt halten. Deshalb ist es unser gemeinsames Ziel, das Bildungssystem in Hessen weiterhin zukunftssicher zu gestalten. Dies erfordert Investitionen in moderne Bildungsinfrastruktur, eine umfassende Unterstützung unserer Lehrkräfte sowie innovative Lehr- und Lernmethoden. Vor allem aber erfordert es den politischen Willen, mutige Entscheidungen zu treffen und diese entschlossen umzusetzen. Dies tun wir mit Haltung, mit Qualität und mit Tatkraft. Ich danke Staatsminister Armin Schwarz und seinem Haus für diese erfolgreiche und zielorientierte Arbeit schon unmittelbar in den ersten Monaten der neuen Wahlperiode. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD werden diese Arbeit weiterhin mit voller Kraft unterstützen. Unser Dank gilt dabei den vielen engagierten Lehrkräften und allen, die die Schulgemeinschaften bilden, dass sie die Maßnahmen und notwendigen Veränderungen vor Ort umsetzen, mittragen und mit Leben füllen. Gemeinsam werden wir in der Politik Lehrkräfte, die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiter in Schulverwaltungen darüber hinaus, Eltern, Schülerinnen und Schüler, ja die gesamten Schulgemeinden, die Bildung in Hessen auf hohem Niveau weiterentwickeln. Lassen Sie uns diesen Weg engagiert beschreiten, im Bewusstsein, dass die Bildung unserer Kinder das wichtigste Versprechen ist, das wir als Gesellschaft geben können. Ich danke Ihnen. Als nächste Rednerin hat sich zu Wort gemeldet die Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten. Frau Abgeordnete Knell, bitte, Sie haben noch 6,5 Minuten. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Die 6,5 Minuten brauche ich nicht. Aber ich möchte kurz doch mal Stellung beziehen. Vorneweg, ich bin keine Lehrerin,
Aber meine Eltern sind Lehrer, meine Schwiegereltern sind Lehrer, meine Schwester, mein Schwager, viele meiner Freunde. Sie merken, es ist ein kleines Trauma. Und ich habe auch nicht auf meine Eltern gehört und bin auch Lehrerin geworden. Ist vielleicht auch besser so. Ich glaube, mir würde die Geduld da fehlen. Aber das nur vorneweg. Vielleicht hat mich der ein oder andere gestern Abend vermisst, beim parlamentarischen Abend. Ich konnte nicht da sein, weil Elternabend anstand. Erster Elternabend, zweite Klasse meiner Tochter, die jetzt den dritten Klassenlehrer innerhalb von einem Jahr hat, die in einem Container sitzt, wie viele andere, und das schon seit vielen Jahren, weil die Schule dort fast eingestürzt ist. Lassen Sie mich doch ausreden. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Landesregierung daran schuld ist. Ich möchte Ihnen mal erzählen, wie das wahre Leben an einer hessischen Schule aussieht. Also hören Sie doch vielleicht mal zu. Da hilft es auch nicht, dass man 1984 mal Lehramt studiert hat, sondern vielleicht hilft es mal, auch sich in den Klassenraum zu setzen. So, also, ich gestern Abend jedenfalls in diesem Klassenraum, in einem Container, das ist nicht sonderlich angenehm, und das mit weniger Eltern, die sich vielleicht besser benehmen können als 20 Schüler, man weiß es nicht. Welche Punkte werden da diskutiert? Die Schüler kommen teilweise ohne Frühstück, sie können sich nicht konzentrieren. Das kann die Schule nicht ändern, aber das ist auch ein Problem, was es tatsächlich gibt. Uns wird als Eltern geraten, dass wir Gehörschutz für die Kinder besorgen, gerade für die, die sich halt konzentrieren wollen und leise arbeiten möchten. Ich finde, das geht völlig vorbei. Ja, aber das ist die Realität, dass Kindern in Hessen empfohlen wird, mit einem Gehörschutz, den wir zu Hause haben, weil wir auch mit den Kindern zur Jagd gehen. Alles gut, ich muss das nicht extra kaufen. Aber Kinder sollen einen Gehörschutz tragen, damit sie sich konzentrieren können. Und dann kommt noch dazu, ein Jahr Schule und der Lehrer sagt, nicht alle Kinder beherrschen den Zahlenraum bis 20 in einem Jahr. Ich finde, das ist ein Desaster in diesem Bildungssystem. Und das sind die Probleme, abgesehen davon, dass die Kinder sich im Schulbus prügeln, an den Bushaltestellen prügeln, in der Betreuung, dass mein Kind Wörter lernt, die wir zu Hause nicht gebrauchen, die ich hier auch nicht wiederholen möchte. Aber das sind die Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Und meine Damen und Herren, das ist keine Brennpunktschule. Es sind 20 Schüler, nicht alles ist schlecht. Und die Lehrer sind auch wirklich sehr, sehr engagiert. Aber ich kann es nicht ertragen, dass Sie hier immer noch nur von Gendern und von Blockflöte und von Cannabis sprechen und nicht über die wirklichen Probleme, die an hessischen Schulen herrschen. Und deswegen bleibt mir nur, Kollege Promny hat das alles auch eben ausgeführt, was unsere Ideen dazu sind. Das brauche ich jetzt gar nicht zu sagen. Mir bleibt nur zu sagen, das war eine ganz schwache Regierungserklärung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Leistungsverweigerung oder am Thema vorbei war, aber es war auf jeden Fall mangelhaft. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Regierungserklärung abgehalten und die entsprechende zugehörige Debatte.